sind wir wieder. AS United vs. TGS. Von der ich noch nie was gehört habe. Und wenn ich richtig informiert bin, hallo Nishtor, hallo. Wenn ich richtig informiert bin, werde ich der Erste sein, der spielt, aber der Gegner wird hosten, also muss ich warten, bis jemand reinkommt. Dann geht der, achso, da ist der Chat, so. Hallo Steffers, hallo. Habe ich hoffentlich richtig verstanden, ne? Der Gegner hostet und ich gehe rein. Wenn man logisch denkt, dürfte der Gegner gegen mich keine Chance haben. Aber rein logisch nur betrachtet. Man weiß ja nicht, wie so ein Spiel ablaufen wird. Und um 21 Uhr dieses Länderspielturnier. Diesmal Deutschland gegen Chile. Ich glaube, erstes Spiel haben wir verloren. Das sollte also aus deutscher Sicht heute am besser laufen. Aber zuerst mal dieses 5 gegen 5 Freundschaftsspiel. Hallo Scheck, hallo. Ich kann ja schon mal oben bei den Ergebnissen was eintragen. Und zwar die erste Partie. Denn den ersten Teilnehmer für AS United tun wir schon kennen. Das ist der legendäre AS Bobusch. Das TGS weiß ich noch nicht. Beim CVC sind wir ganz nah beieinander. Was meinst du damit mit ganz... Achso, das ist der Club. Okay. Ja gut, aber ist ja erster Tag erst um. Ne? Ich habe übrigens Natoresa jetzt im Sturm gepackt, anstatt Napoleon. Ist das scheinbar egal, ne? So, wer für uns ist schon drin? Nur ich? Okay. Kannst gerne Co-Kommentator sein, Steffes. Kannst gerne hier reinkommen. Aber nur, wenn du willst und Zeit hast. Falls du mich noch gehört hast, Steffes. In 2 Minuten soll es angeblich losgehen. Da sind wir mal gespannt. Bock ja, zeitnah. Ja gut, dann koche. Ich koche auch gerade parallel. Ich habe den Herd jetzt ausgemacht für mein Spiel. Aber was tut man nicht alles? Ich spiele, ich streame und ich koche alles gleichzeitig. Ha. Ich würde mich, meine Spielweise online bezeichnen wie, als ob ich der Zinedine Zidane der Captain Tsubasa Dream Team Welt bin. So hoch schätze ich mich ein. Mal gucken, ob ich genauso liefern werde. Bin ich mal gespannt. Das männliche Multiverse, du meinst Multitasking, ne? Ja. Das männliche Multitasking-Talent, richtig. Da sieht man mich Zinedine Zidane-mäßig mit einem Kopfstoß. Das passiert nur bei einer Niederlage. Oder sieht man mein ganzes Können. In 1 Minute sollte der Typ posten. Wenn die Gerüchte stimmen. TGS, echt noch nie von denen gehört. Ich habe auch kein Logo gefunden, also habe ich mir dieses Logo ausgedacht. Für TGS. Mal gucken, ob die das übernehmen werden.
Also ich bin zumindest Superstar 3. Das ist Steffes noch nicht. Ah, da ist er schon. Gut, dann kann das ja gleich. Gold 2? Okay. Puh, da kann ich mich ja nur blamieren, ey. Frechheit. Geht's mal weiter? Ich hab doch mitgemacht. Warum lädt er so lange? Fuck. Ja, jetzt geht's gut. So, ich spiele aber mit meinem Main 2-Team. Da ist Napoleon im Sturm der Wurm. Und ich bin bereit. Gold 2, also es wäre wirklich peinlich, wenn ich das verlieren sollte. Hoffentlich guckt keiner dann zu. Aber die Online-Klasse sagt nicht viel über das Können aus. Gleich tut's losgehen. Schauen wir uns erstmal die Teams an. Bogus spielt, wow, hat der ein geniales Team, dieser Bogus. Okay, wow. Der Typ weiß, wie man Dreamteam spielt. Was ist mit Belcher? Hat Robson, hat Napoleon, hat. Okay, ist auch leider Meta. Der ist sogar mehr Meta, weil er den Sano hat, den Superdribbler schlechthin. Okay. Los geht's. Belcher hat Anschluss. Da habe ich die manuelle Deckung sehr gut genutzt, wobei vielleicht auch nicht. Ich glaube, er wird zweimal dribbeln. Wie ich den kenne, wird er zweimal dribbeln. Deswegen werde ich mit Karls mal tackeln. Und dann direkt Igelschuss, was sagt ihr? Sofort ein Igelschuss? Nein, ich will immer noch eine Chance lassen. Deswegen passe ich den Ball lieber. Ah, Mist, scheiße. Mit Sano im Matchup, das ist nicht so toll. Aber machen wir mal einen Doppelpass, versuchen wir. Da hat Sano Skillsparen-Modus eingesetzt. Jetzt mal gucken, ob ich Napoleon erwische. Ach, fuck, abseits, ne? Aber Robs. Ach, scheiße, aber. Ach, Kacke. Ich muss die Abseitsregel lernen, unbedingt. Ich dachte, der Abseits ist ausgeschaltet. Wie hat mir das keiner gesagt? Ach, Kacke, so eine gute Eröffnungschance zunichte gemacht, naja. Das ist ein bisschen laggy hier gerade, aber egal. So, Napoleon oder. Kann er nur auf Napoleon passen? Und das wird er doch nicht tun. Ich denke eher, wenn, dann macht er goldenes Duo. Ne, passt, der passt doch. Doch auf Tsubasa die Geheimtaktik, die nur die Profis drauf haben. Kann ich mit Napoleon so vergessen? Wenn er jetzt schon passt, dann Hut ab. Das glaube ich aber nicht, weil ich Ishizaki doch vor Napoleon noch habe. Der wird sich eine bessere Position rausschleichen wollen. Fuck, der passt doch. Der passt doch schon auf Napoleon? Der kann ja nur dribbeln oder kann von da aus schießen. Ich mach mal einen Block. Oder warte. Ishizaki kann den blocken? Ach, ich blocke jetzt einfach. Oh, was, du Wichser! Und abgeschwächt zumindest, das ist gut. Und den sollte doch Gensu halten, oder? Oh, hallo, Daytona, hallo. Du siehst ja mein erstes Match und ich brilliere, wenn ich das so mal sagen darf. Ich brilliere mit Raffinesse. Das war nicht so raffiniert.
Ach, scheiße, Tsubasa ist frei. Kacke. Könnte leider das 1-0 werden, außer ich habe Glück. Und ich habe Pech. Na toll, wie soll ich das noch drehen? Na los, Belcher. Jo, ich kann einfach nur so weiterspielen. Ich gebe ja schon alles, nur es reicht nicht. Hallo Captain Sora. Ach, schon wieder abseits. Fuck, ey. Da zieht er seine verfickten Spieler so schnell nach vorne. Ich habe gehofft, der tackelt. Nein.
Oh, leck mich am Arsch, ey. Und ein Regenbogen. Ach, leck mich. Das war das letzte Mal, dass ich online spiele. Das letzte Mal. So, wie hieß der Typ? Belcher? Ne, das war sein Teamname. Wie hieß er denn? Ich nenne jetzt Belcher. Gut, danke erstmal. Danke. Trotzdem ärgert mich eher, dass ich zweimal ins Abseits gespielt habe. Das war das Nervige. Keine Ahnung. So, Esme spielt jetzt selber gegen TGSLT, okay. So, dann schauen wir mal uns diese Teams an, ob die Meta sind. So, Esme sowieso, Robson sogar, Pierre, Kalt sowieso. Dann der neue Sano, super, und neuer Misaki auch noch, okay. Und der Typ da hat irgendwie dasselbe, auch Pierre, auch Misaki. Und auch Robson. Okay. Da brauche ich mal echt nicht zu ärgern, wenn so welche Teams rumlaufen. Das könnte schon die erste Chance sein. Wird das erste Tor? Es wird nicht das erste Tor, das sieht man an der fehlenden Animation. So, Kontersituation für, wie heißt der nochmal? Für LT. Mhm. Okay, irgendwie hängt das gerade. Aber jetzt kommt Matchup. Tsubasa gegen Ishizaki, Soda und Kals. Normalerweise darf dieser Tsubasa nie da durchkommen. Vielleicht schont er sogar mit Tsubasa Skills, aber Tsubasa hat so viele Stamina. Und wenig Ausdauer verbraucht, dass er sicherlich was machen wird. Wahrscheinlich dreimal dribbeln. Ne, doch, ein Doppelpass, aber Kals sollte den doch abfangen, ne? Noch nicht mal ein Crit. So ist es. Kals fängt den ab. Und dann über Sano, den Super-Dribbler. Kann er sich durchsetzen? Soda und Misaki. Okay, oh, ein Abpraller. Der Gegner hat weiterhin den Ball.
Und Napoleon scheint nicht im Abseits gleich zu sein, aber ist im Matchup zumindest mit Ishizaki. Und das ist gut, denn Ishizaki hat dieses da, wo er den Ball abschwächen kann. Und das Gute jetzt hiermit, das heißt, Gänze sollte den jetzt sicher haben. Oh, immerhin 24%, doch noch trotz Regenbogen-Crit für Genzo, so hoch noch Napoleons Wert. Es hätte auch übel ausgehen können, ey. Aber er hält den. So, Riva Uhl gegen Hermann Karls. Wer hier richtig entscheidet, kriegt den Ball. Und wer tut richtig entscheiden? Es tut richtig entscheiden, Hermann King Karls. Leider ist Karls ein guter junger Mann. Karls kriegt den Ball und hat auch scheinbar auf Riva Uhl gepasst und der ging Robson. Nach gewonnenem Matchup bei nächster Kommandoauswahl scheint Riva Uhl einen Boost zu kriegen, aber Robson richtig entschieden, zu 100% tut er den Ball kriegen. Kontersituation wieder über Esme. Doch nein, erste Halbzeit ist vorbei. Packend, packend. Beide hatten Chancen und es steht noch 0 zu 0. Und los geht's, zweite Hälfte. So, damit das nicht so leer ist hier, habe ich mal das Doof-Team-Logo geholt. So. Napoleon schont natürlich Skills, der hat bestimmt noch nicht mal Defensiv-Skills, warum auch? Schöner Pass vom Gegner auf Sedan, oder? Nein, natürlich nicht. Sano fängt den Ball ab. Oh, Karls fängt den mit 20% ab. Das ist interessant gewesen. Und so kommt der Gegner zu einer Kontersituation. Nein, eigentlich nicht. Karls dürfte da, wenn da nur einen Igelschuss raushauen, hat er aber nicht. Deswegen wird der Ball abgefangen werden. Wieder der Ball vorne und okay. Ah ja, okay, über Napoleon natürlich, weil Napoleon keine Chance hat, den Ball irgendwie zu kriegen. Der Typ hat noch nicht mal Napoleon Defensive Skills gegeben. Was gut ist, weil er kann sowieso kein Matchup gewinnen in der Defensive. Schnelle Pässe, so schnell, dass ich sogar hinterher nicht komme. Rivaul, ja, irgendwie hängt das bisschen. Ich sehe nicht den richtigen Matchup. So, wenn Rivaul an Pierre vorbeikommt, wird der Ball gefährlich werden. Da ist Rivaul einmal durch. Kann er auf. Ja, kann er. Oh Gott, Robson kann tatsächlich den Ball abprallen lassen. Das ist ein Hin und Her. Jetzt der Gegner im Ballbesitz über Tsubasa, der wohl gefährlichste Spieler auf dem Feld. Und normal kann Pia den tackeln und normal kann Kals den abfangen. Da dürfte nur RNG Tsubasa weiterkommen lassen hier. Noch nicht mal ein Crit, neues goldenes Duo, also dürfte Kals den doch kriegen, oder? Ja, er kriegt den natürlich. Und wieder das Hin und Her geht weiter und es wird abgefangen. Da war Pierre dazwischen. Farbvorteil, deswegen fängt ihr den mit 90% ab. Und jetzt über Misa. Oh, das ist ein. Ist der Pass echt angekommen? Nein, natürlich nicht, aber sah so aus. So, da fängt den Ball Auto ab. Das heißt, irgendeine Bande ist aktiviert, dass Oda den Ball Auto abfangen kann. Wetten, wetten, das ist Bobangs Bande.
Nee, irgendjemand anderes scheinbar. Doch, Bobang. Ich hab's gewusst. Bobang sorgt dafür, dass das Team, glaube ich, zu 15%, glaube ich, Chance halt die Bälle abfangen kann, wie Soda jetzt tat. Muss ich auch mal wieder bei mir einstellen, habe ich nicht gemacht, weil ich sowieso an Bande lecke. So, wieder Spielaufbau. Sano hat den Ball, wird den Sedan kriegen. Das Duell der legendären Spielmacher Sano gegen Sedan. 20% sogar, das ist viel. 20% ist viel. Ich dachte, wäre nicht so hoch. Beim Auto abfangen. Ah, Sedan kriegt den Ball mit knapp unter 20%. Das ist ärgerlich. Okay, Sedan dürfte nie im Leben an Robson und Kals vorbeikommen. Robson kriegt sogar mit 14% den Ball, okay. Bei mir sah das so aus, ob Thuram dazwischen wäre. Irgendwie leckt das hier ein bisschen. Dann kann ich ja meine Niederlage Schuld ans Leggen geben. So, Napoleon schießt von da aus. Das ist für Robson doch eine leichte Angelegenheit, oder? Nee, doch nicht. 20% gehen auch hier durch. Und da Napoleon noch so viel Stamina hat, könnte vielleicht dann auch 24% aufs Tor kommen. Ja, ich hab richtig recht gehabt. 24% gehen aufs Tor. Reicht aber nicht, trotzdem gute Chance. Zweite Verlängerungshälfte. Wird Esme unseren ersten Punkt heute holen. So, wie das... Nee, dachte es Sedan gegen Sano, aber Matchup für Mieden. Rivaul muss irgendwie an Robson vorbei, aus Sicht des Gegners. Okay, da wird der Ball abgeprallt, obwohl Robson wieder im Nachteil war. Doch gut für uns. Kals wieder über Sano. Oh, Sano schneller Pass auf Tsubasa. Das kann tatsächlich noch der Sieg werden, oder? Tsubasa knapp. Der muss schießen. Der muss schießen. Pierre kann den Ball beim Tackling kriegen. Thuram kann den Ball kriegen. Moment, er spekuliert wahrscheinlich drauf, Esme, dass Kals auch Abfangen machen wird, weil Thurams Abfang nicht so toll ist. Aber egal, hat sich hier übrig, denn Tsubasa schießt. Oh, Kals blockt tatsächlich gut und gekonnt ab. Das heißt, unentschieden. Ich bin Deutschlands bester Administrator. Tor für Deutschland! Hallo Flo, hallo. So, das ist ein Unentschieden. Ich habe leider sehr knapp mit 0-2 im ersten Spiel verloren. Ich gebe Schuld ans Legging. So, 0-0. Esme gegen LT. Kann ich nicht hier raus? Hallo? Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Wenn Sie wissen, was das heißt. Dann habe ich Sano und so welche Leute echt unterschätzt, dass ich die einfach nicht pullen wollte. Aber die sind aktuell tatsächlich ziemlich gut im Spiel. So, es steht somit 1-2. So, Lion gegen Diamond TGS ist bereit. Schreibe ich auch schon mal. Lion gegen Diamond, TGS Diamond. Richtig, das Lagging, so ist es. Ja, ich habe auch scheiße gespielt, das ärgert mich am meisten mit den zwei Abseits-Pässen da. So, es geht los. Lion, den ich aber im Tsubasa Drinking Cup geschlagen habe. Jetzt ist mein Handy abgestürzt, ich muss kurz neu starten. Also die App ist abgestürzt.
Richtig, zur Basseite einfach besser spielen können, richtig? So, schnell wieder rein. Komm, komm, komm. Schneller, ich will nichts ver... Och, ah, ich dachte schon, die Raumliste gibt's nicht. So, was habe ich verpasst? Lion gegen Diamond. Hallo. Ich habe noch nichts verpasst, scheinbar 11 Minuten gespielt, aber Napoleon hat schon mal geschossen. Vielleicht sehen wir den ersten Treffer. Oh, okay, Morisaki 0 Chance. So stark ist Napoleon im Full-Stamina-Schuss. Und der Gegner Union Katholika, das ist doch ein Team aus Chile auch, ne? Lustigerweise spielen wir heute Abend gegen Chile. Deutschland gegen Chile, Länderspiel in so einem Ländercup, was ich auch streamen werde. Und jetzt muss Lion irgendwie aufholen und boah, die gegnerische Abwehrreihe ist defensiv eingestellt. Okay, das könnte tatsächlich das 1-1 werden, wenn Lion jetzt schießt. Mit dem Querpass Falkenschuss. Das mag ich am neuesten Update da mit den Momentis, die ja überarbeitet wurden. Kann man endlich mal wieder andere Skills rauskramen und man ist nicht immer darauf angewiesen, die 540 Momentum Skills zu nutzen und der Ball geht rein, super. 1-1. Recht mich leihen. Ich habe 0-2, nee, ich habe 0-2 verloren, glaube ich, oder? Kann man jetzt machen. Manchmal verliert man Spiele, manchmal gewinnt man. Oh. Tsubasa. Stimmt. Das muss Tsubasa sich hinter die Ohren schreiben. Oh, hat er echt mit Napoleon ein Defensiv-Skill jetzt genutzt? Das ist ja erstaunlich. Und der gegnerische Napoleon ist jetzt mit Tsubasa in der Luft. Aber Napoleon hat keine Energie. Keine Energie. Den kriegt Karl sowas von. Schneller Pass auf Rivaol. Ja, der Ball muss irgendwie weg. Also Rivaol hätte den Ball verloren. Wenn er es nicht geschossen hätte, so dumm es auch klingt, aber so ist es. So, Kontersituation über Union Katholika. Ui, da ist der scheinbar frei. Nein, der unsichtbare Hayato, einer seiner Passiv-Skills, ist auf einmal aufgetaucht. Und er kriegt den Ball. Hayato Igawa, einer für mich der besten Battle Pass-Spieler, aber meine Pone ist irgendwie noch besser, hat den Ball gekriegt und somit steht es 1-1. Boah, die haben beide 77% Hyperbande. Ich habe echt nachgelassen. Ich habe nur 71%. Da habe ich mich echt überschätzt. Ich dachte, mit meinem Team komme ich noch klar. Muss ich wohl demnächst ein paar Bälle ausgeben von meinen 4400 Bällen? Muss die mit Aoi und sein Tunnler. Okay, so lange bin ich wohl nicht bei AS United. So, weiter geht's. Laie mit Spielaufbau. Ich hoffe, jetzt kommt Ende des Monats ein neuer Schneider. Dann kann ich sowas rumpulen. Ja, der ist weak geworden, das stimmt. Aber der kann immer noch gut als Spielmacher spielen, noch. Aber der lässt echt nach. Also sein Doppelpass ist immer noch ziemlich gut von Misaki.
Und Schleichwerbung. Da macht doch wenigstens, gib mal hier ein paar Sachen aus. Mach ein VT-Video oder so. Mach mal Action, wenn du schon Schleichwerbung hier machst. Und Igawa gewinnt wieder einen Ball. Aber er verliert. Autoabfang Soda. Die haben alle Bobang hier die Bande eingestellt. Das muss ich jetzt auch machen. Diese 20% können echt wertvoll sein. Was es Neues gibt bei CT Dream Team? Ja, das mit dem Momenti. Also, dass die alle Schüsse, alle Skills überarbeitet wurden. Jetzt kann man wieder mehr alte Skills benutzen. Hamburg-Schneider wäre auch mal was. So ein U16-Schneider. U16-Hamburg-Schneider wäre echt was. Oh, ich muss das runter machen. Das hängt wieder. Das Video hat so gut begonnen ohne Lagging. Jetzt beginnt es wieder. Ja, tschüss. Mach's gut, Atone. Hab ich Greenscreen? Oh ja. Das ist das 2:1. Boah, schöner Schuss. Aber der hält den. CVC. Ne, wir hatten erst. Das, heute ist der zweite Tag CVC erst. Erster Tag haben wir gewonnen. Heute sollten wir auch gewinnen. Ich glaube mit beiden Teams. So, wieder Verlängerung. Wird das nächste Unentschieden? Es sieht stark so aus. Oh, den hätte Tsubasa doch kriegen müssen, ey. Fuck. Da ist sie dann echt durch. Oh. Moment, das war ein normaler Schuss. Ach, das war ein Pass. Das sah ja nicht so aus. Was ist das, der Fish-Fix-Song von Kanye West? Okay. Oh, hoher Ball nur, aber... Ah, fuck. Er hat den Ball noch niedrig bekommen. I've been so lonely, girl, I've been so sad and down. Couldn't understand why haters joked around. I wanted to be free with other creatures like me. Fuck, sieht nicht gut aus. Cause I know that I'm a gay fish, gay fish, gay fish, yo. Motherfucking gay fish, gay fish. I'm a fish, yo. Going on a gay fish. It's alright, girl. Making love to other gay fish, gay fish. All those lonely nights at the grocery store. In the frozen fish aisle, feeling like a whore. Cause I wasn't being true, even though everyone said that I had to make a switch. Gay fish. Now I know that I'm a gay fish, gay fish, gay fish, yo. Motherfucking gay fish, gay fish. So, es sieht nicht gut aus gerade für Lion. Könnte unsere zweite Niederlage werden. Aber falls es Lion aufheitert, ich hätte 0-3 verloren gegen dieses Hyper-Team. Ja, es sollte vorbei sein. 2-1 knappe Niederlage. Ob Steffes noch lebt? Ich glaube, der kocht nebenbei. So, dann aktualisiere ich das mal.
1:3 steht es nur noch. Und knapp verloren 1:2. Zwei Spiele haben wir noch, dann kann ich endlich weiter kochen und essen. Und um 21 Uhr geht es dann weiter mit diesem Länderspiel. Entschuldigung, Deutschland gegen Chile. Systemfehler, warum das denn? Ne, drei Spiele. Moment. Ne, zwei Spiele noch. Ey, komme ich jetzt noch nicht mal ins Hauptmenü? Das hatte ich auch so oft. Dass es einfach bis zum Ende lädt. Ohne Ende. Ja, wir hätten jetzt, muss ich neu starten. Geht nur noch ein 3:3, richtig. Sehe ich genauso. Oder? Ja, richtig. Die haben zwei Siege, also müssen unsere zwei auch Siege holen. Nützt wieder nichts. Die scheiß App hängt wieder. Ich muss das neu starten. Das wieder? Ich habe doch Internet, was soll das? Oder habt ihr auch gerade App-Probleme? Geht einfach nicht weiter. Jetzt sollte es gehen, oder? Sieht gut aus, oder? Ja, ich bin wieder drin. Ich muss gleich das größer machen. Ich weiß, Leute. So, Justin gegen Elmo. Justin gegen Elmo. So, ich mach mal kurz die App nochmal neu hier im Stream. Und es geht schon los. 0-0, 17 Minuten schon, oder habe ich viel verpasst? Ich aktualisiere mal oben das Match. Justin gegen Elmo. Was? 49,50? Was? Was soll das denn bedeuten? So, Justin könnte... Ja, muss an Ishizaki vorbeischießen. Ist nicht so gut, weil Ishizaki kann den abschwächen, den Ball. Oder Ishizaki tackelt. Man weiß es einfach nicht. Er schießt. Und das ist nicht gut. Auch mit Abfangen kann Ishizaki Bälle schwächen. Ach, Season Pass habe ich schon längst. Mitte des Monats schon geschafft. Er ist trotzdem drin. Geil. Trotz Ballabschwächen 20%. Super, Justin. Das ist gut. Wir führen. Boah, ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal ein 5:5 gewonnen haben mit Ars United. Also es läuft in letzter Zeit überhaupt nicht. Ich hoffe, wir holen hier wenigstens einen Unentschieden. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. 20% Tor. Kriegt River Uhl den Ball? Nein, nicht diesmal die 20%. Der gegnerische Tsubasa muss an Thuram vorbeikommen. Das kann er eigentlich nur mit einem Doppelpass. Weil Thurams Abfang, erfahrungsgemäß, was ich so erlebt habe, trotz Farbvorteil, Thurams Abfang kriegt den Ball
Sehr, sehr selten. Und das hat der Gegner jetzt wahrscheinlich auch gedacht, dass der Gegner so denkt. Deswegen dribbelt er doch einfach. Ah, es dürfte Napoleon nicht im Abseits sein, ne? Nee. Zidane ist im Abseits, aber nicht Napoleon. Stimmt, Steffi ist ein guter Spieler. Da könnte man mitmachen. Hoher Ball, aber leider hat Napoleon absolut keinen Gegenspieler um sich. Den kann er nochmal auf sich selber spielen. Das tut er auch und jetzt hat er niedrig. Das dürfte leider das 1-1 werden, außer es passiert ein kleines Wunder. An Goldkrit können wir vergessen, das sind 95% Napoleon, bin ich mir 100% sicher. 95%, oder? Okay, 70%. Ich habe mich geirrt. Aber trotzdem geht der Ball rein. Puh. So, erste Halbzeit vorbei. War ja sehr ansehnlich. Und Justin hat dasselbe Problem wie ich. Wenig Bande. Und scheinbar alle drei Stepbanner komplett ignoriert, außer scheinbar als dieser Müller rauskam. Oh, mein Gott, jetzt bin ich müde. Roberto lässt ja sogar raus. Das sind 4%, die auf Japaner wegfallen. Ich hätte Roberto für Yuga irgendwie spielen lassen. Aber dann fehlt für Misaki halt sein bester Schuss. Aber Misaki hat sowieso Schwierigkeiten mit dem Tor schießen. Top 5 in Deutschland. Ich würde sogar sagen, einer der Top-Spieler auf der Welt. Top 50 oder Oh, oh Gott, richtig geraten, kriegt trotzdem den Ball nicht, das ist schade. So, Pierre gegen Yuga und Wachiyama. Oh, der Pass könnte doch abgefangen werden. Oder ist dieser Matsuyama noch gut genug? Ja, vom Wert her nicht so, aber er konnte den Ball trotzdem noch abprallen lassen. Schöner, schneller Pass auf. Ich hoffe Rivaldo, nicht Napoleon. Oh, Daten, was? Ist meine Datenverbindung nicht stabil? Komisch. Rivaldo gegen Soda. Und Soda kriegt leider den Ball. Soda ist gut. Oh, Takeshi. Ah, ich hätte jetzt den Fehler gemacht, auf den Abseits stehenden Tsubasa zu schnell zu passen. Aber Elmo macht das gut und ich kann... Ah, jetzt kann ich doch klicken. One Pole hat noch nie gegen Muski verloren. Echt nicht? Okay. Und Thuram kriegt den Ball richtig entschieden. Ah, das sind die alten 2002 Dortmund-Trikots. Die hatten auch schwarz-gelbe Streifen. Beziehungsweise hat sich die Trikots selber designt, scheinbar. So, Tsubasa muss an Soda vorbei. Und das... Ach Quatsch, Soda hatte den Ball. Da habe ich mich verguckt, Entschuldigung. Oh, das sind leider alle möglichen Spieler im Abseits. Oder das... Oh, Tsubasa hat ja Skillblock-Cancel. Eieiei. Könnte schwierig werden. Oh, hat der Gegner echt richtig entschieden. Ah, könnte leider ein sauberer Konter werden, Misaki. Oder wenn Igawa, Hayato Igawa richtig rät, könnte er den Ball kriegen. Hat aber nicht richtig entschieden und jetzt dieser schlechte Misugi. Oh, gegen Kishida. Oh, fuck. Reicht sein A-Abfang? Oder wird Misugi sogar dribbeln? Schwierig, ey, schwierig.
Ja, wird wahrscheinlich auf Tsubasa passen oder nochmal dribbeln und dann passen. Ja, weiß keiner. Aber ja, super. Super gemacht. Natürlich, Meister der Voraussage, dann macht sogar ein A-Abfang Sinn, den zu nutzen. Boah, schöner, schneller Pass wieder zurück auf Misaki. Aber, ja, Verlängerung. Gespielt nach, ne? Auch für den Fall Luna. Ich glaube, Luna hat noch nicht gespielt. Sora, nee, ich habe mir gerade eine Fanta gegönnt. Mehr Zucker vertrage ich nicht. Und da ich das Gefühl habe, Halsschmerzen zu kriegen, trinke ich gleich lieber um 9 Uhr, also 21 Uhr, einen Bronchialtee zur Vorsorge. Wenn wir hier Deutschland gegen Chile streamen. So, Justin wieder mit dem Anstoß. Justin passt über Mizugi auf Misaki. Aoi hat noch Full Stamina, das heißt, wenn ihr richtig redet, kriegt er auf jeden Fall den Ball. Achso, ja, gleich wie Deutschland, also drei AS-Leute, zwei von irgendwo anders, Newgate wahrscheinlich. Also eine deutsche Auswahlmannschaft gegen eine chilenische Auswahlmannschaft. So ein komisches Länderturnier. Und wer für uns spielt, weiß ich gar nicht. Esme, Luna, die beiden. Wahrscheinlich Widerlein. Dann vielleicht Beast von Newgate. Keine Ahnung. Werden wir später sehen. So, okay, der Gegner hat leider den Ball mit Misaki und er kann auf Tsubasa passen. Das sieht nicht gut aus. Das gefällt mir gerade gar nicht. Oh, ein Goldcrit. Das könnte leider das 1-2 werden. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht, oder? 71%? Ach, oh, ich dachte schon, der geht rein. Ah, oh, nein, den Rebound kriegt Mizugi. Der ist frei. Der kann gleich in Ruhe den Ball auf sich spielen und dann warten, bis Tsubasa wieder Kraft hat. Werks habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich glaube nicht, dass er beim ersten. Wir hatten ja schon mal gegen Hongkong gespielt, da war Werks nicht dabei. Moment, der hat Volley gemacht? Okay, da hat wo. Warum auch immer. Komisch. Okay, da hat er echt Volley-Schuss gemacht. Na gut. Umso besser können wir mit der zweiten Verlängerungshälfte weitermachen. Der gegnerische Tsubasa hat den Ball. Oh, Kishida kann ihn abfangen. Bin ich mir sicher. Kishida kann ihn abfangen. Tsubasa Tackling, Kishida abfangen. Der hat nur das goldene Duo, nicht das neue goldene Duo. Jetzt bin ich mal auf Kishidas Wert gespannt. Oh, doch nur. Okay, ich habe mich geirrt. Habe ich Kishida echt überschätzt? Scheiße. Und das zu. Oh, geil. Sehr geil. Abseitspass. Das heißt, wir können das Spiel nicht mehr verlieren. Vielleicht sogar noch eine gute Kontersituation. Ja, gegen Napoleon, richtig. Gut. Ja, Napoleon ist aus dem Matchup geflogen. Schade. Der falsche leider. Und du musst passen. Wenn du dribbelst, ist das Spiel vorbei. Ah ja, beim Pass auch. Beim Pass eigentlich auch. Oder? Ach, Tsubasa kriegt den Ball auch noch mit 9%. Können wir so knicken jetzt. Leider werden wir dieses Spiel verlieren. Also das Gesamtergebnis verlieren wir. Aber wir können uns noch mit Würde verabschieden, wenn wir das letzte Spiel gewinnen werden. So, Justin 1-1 gegen Elmo. Und das letzte Spiel naht. Spiel 5. AS Luna versus TGS, keine Ahnung.
Können vielleicht gucken, welcher TGS das sein könnte. Was soll das bedeuten? GM Peruano, das dürfte der Gegner sein. GM Peruano. Mal gucken, wenn ich gleich raiden werde. Chrono oder Slothpuppa? Ja, bei Slothpuppa bin ich ja andauernd. Und die meisten, die hier zugucken, sind sowieso bei Slothpuppa. Also werde ich Chrono Hallo sagen. Aber erstmal das letzte Spiel. Was dauert da so lange, Leute? Nee, Moment, Raccoon? Wer ist das denn? Habe ich mich geirrt beim Gegner ausschalten? Dann ist das Raccoon. So, Luna gegen Raccoon. TGS Raccoon. Na los, Leute, ich will essen. Ich glaube, duschen könnte ich auch mal gleich. Kurz vom Länderspiel. So, Raccoon gegen Luna. Es geht endlich los. Raccoon hat dieses Team. Toram in der Mitte, das ist interessant. Hino? Espada ist klar wegen volle Power Boost. Aber was kann dieser Hino? Und Lunas Team Totally Meta. Ein Paradebeispiel für ein Meta-Team, aber der Gegner mit diesem Hino? Müssen wir uns mal gleich anschauen, was er boosten kann. Der muss ja was boosten können, sonst würde er nicht spielen. So, Sedans Pass für den Gegner geht scheinbar durch. Boah, Full Power Espada, das hat echt alleine den Ball. Was war das für ein Pass? Jetzt kann tatsächlich Napoleon frei den Ball kriegen. Ja, das ist Hino, das ist umso besser. Das war sicher nicht beabsichtigt. Ich habe jetzt nichts sehen können, was Hino hat. Müssen wir gleich in der Halbzeit gucken. Echt geschafft, noch trotzdem den Ball auf Napoleon zu spielen. Und das ist nicht gut aus unserer Sicht. Sollte reingehen mit 70%. 95% sogar, das ist hart. Okay, der hatte sowas von Full Stamina. Keine Chance. Unglaublich, dass dieser Battle Pass Napoleon so stark ist. Zumindest am Anfang noch. Wenn er Full Power hat, Stamina hat. Doch Luna tut nicht aufgeben. Spiel auf, jetzt will ich mir den hier mal genauer angucken. Ey, was hat der denn? Volle Full Power Modus hat er. Parameter, okay. Niedrige Bälle. Flanken in die Mitte werden alle zu niedrigen Bällen. Jetzt haben wir es. Damit Napoleon immer den Ball niedrig hat. Okay.
Dann liegt es wahrscheinlich nicht an mir, dass das so irgendwie laggig ist, ne? Wahrscheinlich jedes Spiel. So wie ich es gerade gelesen habe im Turnier-Discord da. Irgendwie ein bisschen laggig. Alles. So, das ist gut für uns. Das goldene Duo scheint durchzukommen, oder? Sieht gut aus. Ist das eine ausreichende Schussposition? Ja, noch nicht. Erstmal ein Toram vorbei. Sollte da auch mit einem Doppelpass drin sein, ne? Trotz Farbvorteil Toram, oder? Oder? Ach, Toram macht sowieso Tackle, das ist interessant. Das heißt, wir können ausgleichen. Außer ANG ist unser Gegner. Goldcrit ist immer gut. Ey, wenn er mit Goldcrit nicht reingeht. Aber wisst ihr, was gleich passieren wird? Genzo, der gegnerische Torwart, wird auch einen Regenbogencrit haben. Das würde so passen. Ne, normaler Crit. Ja, oh, ich dachte, der hält den. Okay. Läuft mal alles normal, das ist gut. Schöne Pässe vom Gegner, aber das war, ich glaube nicht, dass es ein schlauer Pass war auf Espadas. Espadas wird den Ball sowas von verlieren, das glaubt keiner. So ist es. Haben wir noch Zeit für einen Führungstreffer? Nee. So, jetzt wissen wir, warum Hino spielt. Wegen den niedrigen Bällen. Okay. Aber da muss er dann tatsächlich auf Boost-Spieler verzichten. Braucht er überhaupt Boost-Spieler? Ja gut, 75% Bande. Oluna hat aber auch nur 72% Bande. Interessant, Espadas wegen Full Power Boost und Hino für niedrigen Ball für Napoleon. Dann wahrscheinlich über außen will man vorne dann die Bälle sich hochspielen, um die dann nochmal auf Hino abzuspielen, der nochmal in die Mitte passt. Das ist die Taktik. Oha, Glück gehabt. Sedan kriegt nicht den Ball. So, Hayato Igawa gegen Sedan. Hoffen wir, dass Sedan da durchkommt. Ach, kacke, Mann. Der hätte Sedan da durchkommen müssen. Das ist ja sowas von laggy hier. Okay, Misaki sollte da nie im Leben vorbeikommen, leider, aber er kann schießen. Oder? Oder wird Toram den blocken können? Er blockt den tatsächlich, aber reicht das vielleicht? Dass der Schuss durchkommt. Ja, reicht. Gut. Aber der Ball dürfte nie im Leben reinkommen. Ich denke mal 32%. Ja, vielleicht weniger. Das ist 32%. Ja. 20% nur, weil der Gänse noch einen Crit raushaut. Und der Gegner kann kontern und. Napoleon, schöner Pass. Eigentlich, ja. Man muss leider sagen, das war ein schöner Pass. Zum Basis aus in einer guten Schussposition. Der wird schießen, aber wann? Bestimmt nicht jetzt, wo ich Shizaki auch noch blocken kann, den Ball abschwächen kann. Der wird wahrscheinlich dribbeln. Nein, der schießt doch von da. Okay, mit einem Abfang kann aber Shizaki doch auch die Bälle verlangsamen, oder? Eigentlich auch. Das zählt doch wie ein Block. So genau. Abgeschwächt. Aber reicht diese Abschwächung? Schauen wir mal. Diese Abschwächung sollte doch reichen. Komm bitte. Jawohl. Parade und Konter. Oh. Okay. Tsubasa hat den Ball. Wenn er jetzt an Aoi vorbei ist, Tsubasa, dann kann er das 2-1 noch machen. Und das wäre gut. Oh Gott, der kann den echt abprallen lassen. Hat Misaki genug Energie? Ja, hat er noch.
irgendwie durchkommen mit Misaki. Irgendwie. Ich würde jetzt dribbeln, weil ich denke, Torm wird abfangen. Genau so ist es. Damit ist Misaki noch nicht ganz durch. Oh, schöner Pass auf den mitgelaufenen Natureza, auf sich selber hochgespielt. Perfekt. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob Hayato gut blocken kann. Der Wert ist auf jeden Fall niedrig. Scheinbar zu niedrig. Goldcrit, da könnte reingehen. Ey, das wäre so geil, wenn er reingeht. 62%. Der ist drin. Endlich mal ein Sieg, ey. Da sollte der Gegner nicht aufholen können. Super gespielt. Das war echt gut gespielt. Damit haben wir am Ende zwar verloren, aber mit Würde verloren. Kann nicht jeder Club von sich behaupten, so oft wie gegnerische Clubs sich aufgeben, Scheiße spielen und trollen wollen. Wenigstens haben wir mit Würde verloren. So. Das war's. 3:4 haben wir verloren insgesamt gegen TGS. Wir sehen uns um 21 Uhr wieder zum Länderspiel Deutschland gegen Chile. Hier auf diesem Kanal. Wir werden jetzt meinen Freund Chrono raiden. Ah, was? Wisst ihr was? Wir raiden Fliege. Raid Sloth. Ich schau mal, Sloth Papa hat einen Bindestrich oder ne? Papa 89. Wir sehen uns um 21 Uhr bis später. Check. Oh, hi Bob. Hi Bob.